Bei den Gesprächen hört man mal raus, welche Bedürfnisse hat denn der Gegenüber, sprich die Firmen, was brauchen die jetzt gerade? Und dann ist immer der Mehrwert rauszubekommen. Und dann ist immer das Thema, wie können wir gemeinsam eine Lösung finden? Und meistens sind es halt keine normalen, ausgetretenen Pfade, die ich dann mit diesen Firmen gehe, sondern wir suchen neue Lösungen, neue Wege. Und das ist immer gemeinsam eben, weil wir mehr erreichen können, wenn man die Stärke immer des anderen mitnutzen kann. Und deswegen sage ich immer, wir Netzwerken ist immer eine positive Sache, sage ich. Willkommen beim Smart Innovation Podcast. Mein Name ist Klaus Reichert. Ich bin Unternehmensberater und Business Coach für Innovation. Von Baden-Württemberg aus begleite ich zukunftsorientierte Unternehmer und Unternehmerinnen sowie ihre Teams remote. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovation, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Es geht um innovative, agile Organisationen mit Vision, Dynamik und Energie sowie den passenden Vorgehensweisen, Neues auch enkeltauglich zu entwerfen. Ebenso geht es um wechselnde aktuelle Themen wie neue Geschäftsmodelle, nachhaltige Produkte und digitale Dienstleistungen. Bei den Live-Aufnahmen haben die Teilnehmenden Gelegenheit, sich einzubringen, Fragen zu stellen und mitzureden. Neue Episoden erscheinen dann zum Wochenende. Die aktuellen Termine und alle bisherigen Folgen sind auf klausreichert.de/podcast. In jeder Folge gibt es ein kurzzeitig verfügbares Angebot. So wird Innovation für die Teilnehmenden lebendig und gleich umsetzbar. Der direkte Link zur Episode ist in den Shownotes. Dort gibt es auch weiterführende Informationen, Videos und ein Transkript. Mein Gast heute ist Andrea Bühler. Sie ist Technologietransfermanagerin der Wirtschaftsförderung Karlsruhe und Organisatorin von Energy for You und Technology for You Digital. Wir unterhalten uns über aktuelle Energieinnovationen aus ihrem Umfeld, die aus dem Bereich Stadtplanung, zwar smarte Quartiere und Bau kommen, und über das Thema Technologietransfer im Allgemeinen. Unser Gespräch findet im Rahmen der Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg statt. Der Link dazu ist auf der Episoden-Webseite, die alle Informationen und ein Transkript zu dieser Episode auch enthält. Willkommen, Andrea. Hallo. Andrea, wir wollen heute über die hilfreiche Arbeit im Technologietransfer sprechen. Wir haben dabei einen gewissen Schwerpunkt auf Energiethemen und wir möchten auch etwas deutlicher machen, was im Technologietransfer bei euch passiert, welche Chancen für Innovationen dabei auch für Unternehmen eben bestehen. Es geht natürlich auch um das Thema Bau, regenerative Energie, Energieeffizienz. Und das sind zum Teil ja auch sehr, sehr praktische Themen, auf die wir eingehen werden. Was mich da interessieren würde, ist, wie kommst du dazu, zu dem Thema Bau und Energie? Was ist denn da dein Hintergrund? Ich komme ja ursprünglich von der Architektur, Bauingenieur und Bautechnik und habe eben diese Hintergrund zum Bauen, zum Planen. Und daher kommt natürlich die Liebe auch zu diesem Bauen kombiniert mit Energie und Klima. Und hier in der Stadt Karlsruhe gibt es eben die Möglichkeit, durch den Technologietransfer diese Kombination von neuen Technologien zusammenzuführen mit dem Bauer und anderen Themen. Du bist ja im Baubereich schon ziemlich lange tätig. Das haben wir gemeinsam, ja. Ja. Und Energie war auch schon früh ein Thema für dich, aber das hat sich ja dann auch entwickelt und du bist jetzt heute in einem Umfeld, wo du selbst jetzt nicht direkt, ich sag mal, baust oder irgendwas direkt damit zu tun hast, aber du bist vor allem in das Thema Technologietransfer und zur Wirtschaftsförderung ja über ein energieeffizientes Gewerbegebiet gekommen. Kannst du genau dazu was sagen, wie das entstanden ist, was da der Hintergrund war und was daraus auch entstanden ist in dieser Arbeit? Das war ja der Hauptgrund, warum ich bei der Wirtschaftsförderung angefangen habe.
die Vision über ein Gewerbegebiet im Bestand eben anders dort zu betrachten wie gewöhnlich. Bisher sind ja die ganze Firma immer einzeln betrachtet worden als Energieberatung. Und wir von der Stadt haben jetzt einzigartig jetzt mal ein neues Thema angefangen, das in einem globalen System anzugucken, mit dem da damals, das war ja jetzt schon 6 Jahre her, wo wir eben diese einzelne Firma in Betrachtung in einem Areal. Jeder hat so seine Bedürfnisse und seine Energieströme, die er braucht und die er aber auch übrig hat. Und daher kommt eben das Energielastenmanagement, wo man dann miteinander austauschen könnte. Und dieses Contracting-Modell, also sprich neue Geschäftsmodelle zu dieser Zeit, war eben diese Idee, die Vision von meinem Kollegen, wo wir eben umgesetzt haben in einer Analyse hier in Karlsruhe. Und diese positiven Ergebnisse, dass wir eben viel Energie durch diese zusätzliche, also durch diese Contractings-Austausch von Energie, dass man das eben da erreichen kann, das war natürlich ein Highlight, wo auch bei den Förderprogrammen, wir haben das im Land vorgeführt, sind auch neue Förderprogramme entstanden da daraus. Das heißt, es ging um ein Gewerbegebiet mit unterschiedlichsten Unternehmen, die natürlich auch unterschiedlichste Energiebedarfe habt. Und was ihr im Grunde auch mitgeleistet habt, ist, ihr habt die Kommunikation untereinander hergestellt, habt die Leute zusammen an einen Tisch gebracht, habt auch rechtliche Grundlagen geschaffen, damit das natürlich funktioniert mit diesem Verkauf, Ankauf, Austausch von Energie und habt im Grunde dafür gesorgt, dass diese Unternehmen alle an einem Strang ziehen in diesem Gebiet. Genau, so war der Ursprung. Diese Idee war da dahinter und da haben wir eben die ganze Analysen haben wir gemacht von jedem Einzelnen und das in diesem Contracting-Modell dann ausgewertet. Und das ist natürlich für das Effiziente, wo jetzt in die Zukunft zu richten ist, dass ja die Stromkosten jetzt auch enorm ansteigen und dass man eben auch ressourceeffizient für die Zukunft mehr drüber nachdenkt. Da ist das natürlich eine sehr gute Lösung jetzt auch für die ganze Kommune, wo jetzt immer mehr über die CO2-Themen nachdenke. Und da habt ihr quasi ein Modell erarbeitet, das dann wiederum in die ganzen Förderthematiken eben mit eingeflossen ist. Genau. Ich finde das spannend, wenn ich das so mitbekomme bei dir. Ich habe immer wieder den Eindruck, du denkst und handelst in Netzwerken. Also das Thema gemeinsam mehr erreichen, das scheint für dich immer dabei zu sein, wenn du was machst. Ja, also bei mir kommt es ja immer darauf an, bei den Gesprächen hört man mal raus, welche Bedürfnisse hat denn der Gegenüber, sprich die Firmen, was brauchen die jetzt gerade? Und dann ist immer der Mehrwert rauszubekommen. Und dann ist immer das Thema, wie können wir gemeinsam eine Lösung finden? Und meistens sind es halt keine normalen, ausgetretenen Pfade, die ich dann mit diesen Firmen gehe, sondern wir suchen neue Lösungen, neue Wege. Und das ist immer gemeinsam eben, weil wir mehr erreichen können, wenn man die Stärke immer des anderen mitnutzen kann. Und deswegen sage ich immer, wir Netzwerken ist immer eine positive Sache, sage ich. Ja, da bist du ja auch sehr stark eingebunden in den Technologietransfer, zum Beispiel in Baden-Württemberg, in weitere Cluster. Du schaust auch, dass der eine Cluster mit dem anderen zusammenarbeitet, die eine Kammer mit dazukommt und auch sich beteiligt. Dadurch entstehen ja ganz schöne Reichweiten eigentlich auch. Wie ist das für dich? Was würdest du sagen, passiert denn? Oder was kann es auslösen, wenn so viele dann zusammenarbeiten, wenn du mit so einer neuen Idee kommst? Also du hast es gerade schon angesprochen, ein Beispiel war, dass dann das in Förderprogramme gegossen wird. Was gäbe es denn noch an Möglichkeiten, hier zu einem Austausch zu kommen zwischen den Clustern? Oder wo hakt es manchmal vielleicht auch? Einmal ist ja das Technologietransfer eine Tätigkeit oder ein Wunsch vom Land Baden-Württemberg, welches ja auch die neue Technologie auf den Markt bringen soll. Und es ist ein landesweites Netzwerk mit mehreren Technologietransfermanager. Und meine Tätigkeit jetzt in Karlsruhe ist jetzt eben diese von Zusammenbringen von Handwerk und Wirtschaft
Deswegen Handwerk, Wirtschaft und Wissenschaft. Und hier ist natürlich das Thema, wie bringen wir die neue Technologie direkt zur Anwendung und neue Dienstleistungs- oder Geschäftsmodelle, sage ich. Welche Dienstleistungen kann man neu erfinden und welche Geschäftsmodelle kann man denn neu machen? Das Cross-Clustering sage ich noch dazu, weil mehrere Netzwerke zusammenzubringen bedeutet ja auch, die Kompetenzen von jedem Netzwerk sozusagen rauszufinden oder halt diese durch diese Kommunikation was Neues wieder zu gestalten. Also zum Beispiel das Energieforum, welche ist hier bei mir jetzt, welche ich leite, da geht es ja rein um Energie- und Klimathemen. Und das war ja jetzt kombiniert mit Bau. Da haben wir eben mit dem Bauthema, da haben wir das BIM-Netzwerk, wo wir eben in diesem Bereich zusammenarbeiten. Oder eben auch mit Materialien, dass es eben neue Materialien geben soll für diese Themen, wo man eben in die Anwendung bringt, die Forschung und diese Bedürfnisse, was jetzt eben für die Zukunft notwendig ist. Eine der ersten Dinge, die mir da aufgefallen sind in dem Zusammenhang, war ja auch das Energy for You, eine Vor-Ort-Veranstaltung, die an der Hochschule Karlsruhe stattgefunden hat, mit Vorträgen, Ausstellenden, mit einem Austausch eben von diesen Playern, die du gerade genannt hast, von Wirtschaft, von Anbietern, von Hochschulen, von Handwerkern. Das fand ich ein sehr, sehr gelungenes Format, vor allem, weil man auch sehr durch die vielen kurzen Vorträge sehr schnell, sehr tief informiert worden ist. Das war jetzt mehrere Jahre lang sehr erfolgreich für euch. Ja, also kann man schon sagen, das waren immer so 10-Minuten-Vorträge, wo wir immer in wenigen Präsentationsinhalten sozusagen der Kern rauskristallisiert hat und das eben zu verschiedenen Themen im Energie-, Klima-, Bauer- und Kälte-, Klimatechnik, wo wir eben die Wirtschaft und die Wissenschaft und die Handwerker präsentieren ließen. Und das ist aber ein Mehrwert, wo wirklich ganz viele neue Produkte und Projekte auch entstanden sind. Und da das ein Jubiläumsbeginn war, einmal für mir 10-jähriges Jubiläum vom Energieforum und eben 10 Jahre IKKU, das heißt Kälteinstitut von der Hochschule. Und so ist es entstanden, dass wir bei der Hochschule ein Vor-Ort-Thema haben mit Ausstellung und Kongress. Und das hat wirklich viel gebracht. Und das wurde jetzt mehrere Jahre auch durchgeführt, was natürlich auch jetzt durch die Corona-Krise leider jetzt halt etwas ins Hintertreffen gekommen ist. Und da haben wir jetzt ein neues Format schon wieder ausgedacht und habe das jetzt am Laufen. Das wäre die Technology for You, welches auf die Energy for You vor Ort aufbaut, aber das jetzt eben nur im digitalen Bereich weitergeht. Das machen wir ja zusammen. Das findet ungefähr einmal im Monat statt und hat so als ein ganz spannendes Format. Kannst du da kurz noch drauf eingehen, bitte? Das haben wir auch gleich morgen schon. Und da haben wir tolle Themen, die wir zwar ja auch immer ausdenken. Es geht einmal ein Vortrag von der Wissenschaft und einmal ein Vortrag von der Wirtschaft, sprich ein Unternehmer berichtet von Best Practices und die Wissenschaft, die bietet auch ihre Dienstleistungen an. Und ein Beispiel kann man nur sagen, wo man jetzt zum Thema Produktionsverbesserung in den Unternehmen drin, Optimierung von Produktion. Da haben wir eben der Olaf Sauer hier gehabt und der hat jetzt eben schon mehrere Aufträge. Durch diese Technology for You hat er jetzt eben auch schon wieder mehrere Aufträge generieren können. Es ist einfach ein Mehrwert, jemanden kennenzulernen, der auch praxisorientiert dann das durchmachen kann. Der es auch kurz einfach mal vorstellt, sodass man sich schnell einen Einblick verschaffen kann als Interessent und darüber dann eben auch sagen kann, Mensch, das passt oder passt nicht. Und dann kann man alles Weitere im Folgenden dann eben ansprechen, direkt 1:1, bilateral. Das ist super. Und das führst du immer so schön durch. Du moderierst das auch so cool. Danke dafür noch. Danke für die Blumen. Aber du machst ja solche Sachen schon auch täglich. Das heißt, wir werden da später mal noch drauf zu sprechen kommen, aber dieses Zusammenbringen von unterschiedlichen Playern,
jetzt in unserem Fall gerade sehr stark um diese Energiethemen herum. Das ist ja sozusagen dein täglich Brot. Da sind ja auch einige Pilotprojekte, spannende Projekte entstanden. Du hast auch ein paar Beispiele mitgebracht. Eins durfte ich vor kurzem selber erleben in Gutach. Kannst du da ein bisschen was erzählen, bitte? A, vielleicht zu diesem Beispiel, aber auch, wie solche Themen entstehen, wie zum Beispiel ein Unternehmen oder eine Forschungseinrichtung dann auf dich zukommt und wie das dann so abläuft? Die Basis von dem Ganzen, das zum Erfolg zu bringen, besteht eigentlich auf Vertrauen. Zuerst muss man das Vertrauen gewinnen von den Unternehmen oder auch von den Personen, die mitmachen in einem Projekt. Das ist das Wichtigste. Und da dienen natürlich solche Veranstaltungen, wie wir gerade gesagt haben, Energy for You oder Technology for You, wo man so persönlich in Kontakt kommt. Das dient da schon mal. Und der Unternehmer eben, man kann es ja auch so nennen, Innovativ Schmidt, der hat eben ein Patent, welches eben in dem Kaltwärmenetz. Und da gibt es die Möglichkeit, ihn zu unterstützen eben mit Patentrechte und die Beratung da dazu. Da haben wir auch wieder unsere Experten, die wir da einbringen. Und dann eben das Ganze begleiten. Marketing, dann Kooperationen. Welche Schritte sind jetzt für ihn wichtig, um eben auf den Markt zu kommen? Wie geht es weiter? Welche Kooperationen im Wirtschafts- und Wissenschaftsbereich? Da haben wir die Hochschule Karlsruhe mit reingebracht, die ganze Simulationen machen kann, die Auswertungen machen kann. Und jetzt gibt es eine weitere Kooperation der Dienstleistung, der komplette Umsetzung und Optimierung der Systeme. Und jetzt ist ein ganzes Konsortium, welches eben marktreif auf weitere Aufträge entgegennehmen kann. So ist ein ganzer Werdegang von einem Patent bis zur marktreife Dienstleistung. Und das ist natürlich sehr spannend und macht natürlich auch Spaß, das zu begleiten. In dem Fall ging es ja auch um ein recht aufwendiges Projekt in einem Neubaugebiet in Gutach im Schwarzwald. Da ging es dann darum, dass man im Grunde mit Voodoo, ja, würde ich sagen, ja. tatsächlich Kälte und Wärme und so weiter aus einem großen Wasser-Ding rausgeholt, genau, hat. Also ich fand das super spannend. Also geht es an, das ist das Kaltwärmenetz, kann man so begreifen, das ist ein Niedertemperatur-Netzwerk, und zwar mit einem Speicher, wo eben kaltes Wasser drin ist. Und das ist, der Speicher ist so 15 Meter Durchmesser. Und da sind dann insgesamt, dieser Speicher ist für 40 Häuser, Wohnhäuser in dem Fall. Und mit dieser Niedertemperatur kann man eben ein Haus oder ein Gebäude eben kühlen, würde ich sagen, und halt auch heizen. Und ergänzt natürlich mit erneuerbarer Energie bei jedem einzelnen Haus. Und da geht es mit Wärmepumpe, Solar, Thermie und Photovoltaik, um eben das komplett abzurunden in so einem Sommersystem. Und das Ganze ist insgesamt für die Kommune beziehungsweise für diese Siedlung CO2 nicht ganz neutral, aber CO2-arm. Ziemlich nah dran. Also vor allem im Vergleich zu, was würden wir brauchen, wenn wir selber mit anderen Möglichkeiten heizen oder kühlen würden. Genau, weg vom Öl und weg vom Gas und so weiter. Das ist jetzt natürlich eine riesige Herausforderung. Also da war viel zu bauen auch. Die Stadtwerke Bühl zum Beispiel sind als Partner noch mit beteiligt. Genau. Die einzelnen Hausbesitzer und Besitzerinnen sind Teil von so einem Projekt. Das ist also sicher nicht ganz einfach gewesen, an so einem großen Ding zu arbeiten, so viele Menschen zusammenzubringen. Im Prinzip geht es ja jetzt von der Kommune aus, die eine Nachfrage habe. Also die habe jetzt sozusagen die Anforderung, CO2 armen Siedlungen zu bauen, und die Bebauungspläne werden ja schon so ausgerichtet. Und die werden jetzt auch immer mehr den, sage ich jetzt mal, Druck bekommen. Und deswegen werden solche Dienstleistungen, die jetzt eben Innovativ Schmidt und Stadtwerke Bühl anbieten, das wird jetzt schon ganz gut ankommen. Weil jetzt diese erneuerbare Energie in kombiniert mit Kaltwärmenetz, mit einer ganzen energieautarken Gebäude, und mit dem, dass man eben in einer Siedlung gemeinsam, also dieses Lastmanagement und so weiter, dass man dieses insgesamt so betrachtet, das wird schon eine schöne, runde Sache sein für die Städte dann.
und wird aber von der Stätte ausgeschrieben. Ja, verstanden. Also das heißt also, deine Kunden in Anführungszeichen sind eben nicht nur Unternehmen und Hochschulen, sondern sind eben auch in dem Sinne Kommunen, die dann auch auf euch zukommen, um da dann Partner auch zu finden. Genau, also das ist schon zukunftsweisende Thema. Und da gibt es ja auch Förderprogramme wieder, wo ja Land und Bund jetzt gerade genau für solche Themen auch freigibt, wo sie jetzt neu definiere. Und da sind genau solche Themen mit Machbarkeitsstudie für neue Siedlungen, für Bebauungsgebiete, wo jetzt gerade ausgeschrieben werden, dass man eben solche Themen jetzt auch finanziell, wirtschaftlich anders betrachten kann. Weil es ist ja immer so, wenn man etwas ganz, ganz neu auf den Markt bringt, ist nur nicht ganz wirtschaftlich. Da ist immer ein bisschen mehr, wo man noch ausgibt, weil man doch so die, sagt man, Kinderkrankheit noch ein bisschen ausmerzen muss. Aber wenn es jetzt wie dieses Projekt einfach schon mehrfach angewandt wurde, dann sind die wirtschaftliche Darstellung ist dann wunderbar. Und jetzt zusätzlich Förderprogramme, wo jetzt da dazu bekommen, einmal Reallabore oder Machbarkeitsstudie, Wärmenetz 4.0, was auch immer jetzt gerade, das sind so Schlagworte, wo jetzt gerade Themen sind. Das heißt also, der Start ist natürlich für eine Kommune in dem Fall eine Herausforderung. Was sind denn noch weitere Herausforderungen für Städte und Kommunen in diesem Bereich? Fällt dir da ad hoc noch irgendwas ein? Vielleicht auch abgezielt auf Unternehmen? Es gibt ja nicht nur Neubaugebiete, sondern ja auch bestehende Gebäude. Also es gibt bestehende Gebiete, die ja verbessert werden sollen. Und da gibt es ja auch neue Dienstleistungen. Also eins davon gibt es jetzt auch über das Patent der Multifunktionswende, immer wieder zurück zum Bau, wo man da verbessern kann. Und auch für die Kommune an sich gibt es diese Wärmenetze, wo jetzt aufgelegt werden. Dann große Städte sind jetzt ja aufgerufen, Wärmenetze zu prüfen, sprich alles, was mit Energie zu tun hat. Und die kleinen Kommunen sind angehalten zu tun, aber sie haben noch keine Pflicht bis jetzt. Ja. Das heißt, da kommt einiges auf die Kommunen zu. Es kommt, auch einiges auf Unternehmen zu. Genau. Gerade auch mit Herausforderungen, zum Beispiel für die Erzeugung von regenerativer Energie, Photovoltaikanlagen, aber natürlich auch mit den ganzen CO2-Vorgaben, Berichtspflichten und so, was da so am Start ist. Das heißt, da müssen wir schon ein bisschen drauf achten. Und das sind aber auch Themen, wenn man da Fragen hat, dann könnte man sicher auch zu dir kommen und du würdest dann versuchen, einen passenden Partner oder Partnerin zu finden. Auf jeden Fall. Also die Unternehmer können jederzeit mit Projekten oder mit Themen zu mir kommen, bei denen ich dann Kooperationen, die richtige Ansprechpartner in der Wissenschaft suche. Es muss ja nicht unbedingt immer regional sein. Ich kann da auch baden-württembergweit die richtige Ansprechpartner für die Unternehmen finden. Es geht immer darum, den Mehrwert für sie zu gestalten. Und das ist themenübergreifend, also nicht nur Energie und Klima, sondern im Technologiebereich geht es wirklich in großer Bandbreite, wo man da auch anfragen kann. Viele Unternehmen sind auch schon zu mir gekommen und haben das analysiert und haben Workshops gemacht, sind eben zu verschiedenen Institutionen gegangen und haben dort Workshops mit den Experten gemacht und sind darauf dann neue Kooperationen entstanden und neue Produkte, Projekte, also die auch zum Teil mitgefördert wurden von ZIM-Projekten oder. Es gibt so viele verschiedene Förderprogramme. Selbst auch international, wo Anfragen kommen, die wir hier in Karlsruhe bei unseren vielen Institutionen auch ganz gerne mit verbinden, dass wir eben die Institutionen international vermarkten mit den Kooperationspartnern von Unternehmen. Energie ist ja tatsächlich in Karlsruhe ein ziemlich großes Thema. Am KIT gibt es da ein sehr großes Feld oder Felder. An der Hochschule Karlsruhe hast du es ja schon angesprochen. Wir haben dann auch Energie, Fraunhofer, große Bedeutung also, auch im Startup-Bereich. Genau. Ja. Da kommt dann schon viel Know-how und Möglichkeiten zusammen.
Ich finde es spannend, was du gerade schon gesagt hast. Das heißt, für den Podcast hier ist ja auch wichtig, dass man vom Zuhören ins Machen kommt. Und was ich da verstanden habe, ist, dass man sich an dich wenden kann auf der Suche nach Kooperationsmöglichkeiten. Du hast die Dinge gerade schon mal angesprochen. Ihr würdet ja dann auch Technologietouren zum Beispiel machen. Ihr habt ein Vorgehen quasi mit den Workshops, die ihr da anbietet. Und ihr könnt auch sehr gezielt dann in Richtung Förderprogramme auch beraten. Genau. Also die Leute, die zu mir kommen, kriegen so ein rundum Beratung in diesem Sinne halt Analyse und eben die Experten, wo ich dann ihnen als Kooperationspartner vorschlagen kann und die ersten Workshops, um eben die Bedürfnisse von jedem dann einfach festzuhalten und die rechtlichen Dinge, um eben auch wirklich Kooperationen eingehen zu können. Solche Themen gehen wir dann an und für den Mehrwert von jedem, dass die auch weitere neue Produkte dann erfinden können. Oder optimieren. Vielmal geht es um optimieren und effizient zu werden. Dieses Thema Effizienz ist ja so ein bisschen das kleine, nicht sexy Stiefkind dieser ganzen Bewegung. Das heißt aber nicht, dass es deswegen weniger wichtig wäre. Es ist halt nur erstmal nicht so plakativ und immer auch ein Haufen Arbeit. Ja, das muss man auch dazu sagen. Und häufig mit Investitionen verbunden, die sich dann rechnen, wenn die vor allem die Erzeugungspreise von regenerativen Energien sehr, sehr niedrig sind. Oder wenn man eben, wie du schon angedeutet hast, im Austausch mit anderen ist, um da das meiste dann zu machen. In jedem Falle ist bei dir in deiner Arbeit immer auch wichtig, neben diesem nicht isoliert einfach nur betrachten, sondern eben gemeinschaftlich denken und handeln, auch etwas neu auszudenken. Und das finde ich immer wieder beeindruckend, vor allem auch, wenn du das dann so zusammenkriegst, dass da Menschen, die eigentlich sich noch gar nicht kannten, tatsächlich nach manchmal Jahren auch, weil es ja etwas Zeit braucht, tatsächlich dann was umgesetzt haben, was richtig messbare Ergebnisse vorzuweisen hat. Also da bin ich immer wieder sehr verblüfft. Wir haben auch innerhalb von den 5 Jahren jetzt internationales Energieforum nach außen gebracht, in dem ich Expertendelegationsreise gemacht habe. 2-mal nach Indien auch mit im Thema Bau, da man ein CO2-neutrales Dorf simuliert. Das ist auch von der Hochschule, die haben einen Auftrag bekommen. Und da hat sogar der Kretschmann war da dabei, wo diese Unterschrift dann in Indien getätigt wurde. Zum Beispiel so viel zu dem Thema, was jetzt eben die Expertenreise und die Machbarkeitsstudie, welche über ein Netzwerk funktionieren, die dadurch auch organisiert wäre, kann auch für jeden Einzelnen einen Mehrwert bekommen. Und der Ministerpräsident war auch mit dabei. Genau, da war halt jetzt politische Ebene, wollte ich nur sagen, die politische Ebene ist ja auch immer nochmal ein Mehrwert für jeden, ja, wo dann eigentlich die Sichtbarkeit von den Einzelnen. Natürlich mit dem ist jetzt nicht alles getan, aber ich meine nur, die politische Ebene hat ja dann auch eben seinen Mehrwert für solche Projekte. Und das Weitere war halt einfach Afrika, wurde jetzt auch in den letzten 2 Jahren aufgebaut, ebenfalls Machbarkeitsstudie im Energiebereich und einige Kooperationen und einige neue Firmen, die auch gegründet wurden und vor allen Dingen Start-up. Die Start-ups, die sind jetzt in unserem Energiebereich natürlich auch sehr erwünscht, aber auch es passiert ganz, ganz viel gerade. Also im Start-up-Bereich, die Start-up-Ökonomie ist phänomenal. Neue Technologien wollen auf dem Markt mit neuen Dienstleistungen und das kann man nur befürworten, dass man das unterstützt. Wir haben eine Frage von der Barbara Schmucker. Kommt die Wissenschaft direkt mit neuen Entwicklungen auf die Wirtschaftsförderung zu oder gehen die Projekte mehr von den Unternehmen aus? Das ist unterschiedlich. Ich hatte das Beispiel genannt, aber die Forschungsfabrik, wo ich bei so Olaf Sauer, das ist ja jetzt eine Entwicklung für die Unternehmen. Also das entsteht ja jetzt gerade, diese Fabrik sozusagen, wo dann die Best-Practice-Beispiele erst gezeigt werden. Aber diese
Ideen und diese Analysen, was da dahinter steckt, was die Professoren sich ausgedacht haben, das ist jetzt natürlich in diesem Technology for You bekannt geworden. Das vermittle ich dann der Firma. Also die Firma, da gehe ich ja rein, weil sie Bedürfnisse haben, und ich vermittle denen dann die neuesten Informationen von der Wissenschaft. Genauso aber andersrum, Firmen kommen auf mich zu, die sagen, ich bräuchte jetzt Innovation, ich brauche was auf dem Markt, wo neu gestaltet wird, ein neues Produkt, weil die jetzigen sind jetzt gar nicht mehr so interessant, ich muss wieder was Neues erfinden. Und da mache ich dann eben wieder die Kooperationen zu der Wissenschaft. Da gehe ich dann ganz gezielt in die andere Richtung. Also von beiden Seiten sind bei mir die Treffpunkte. Also es kann eben von beiden Seiten ausgehen. Es gibt sicher noch weitere Seiten, aber Handwerk spielt ja dann auch immer eine wichtige Rolle zum Beispiel. Andrea, ich bedanke mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, beim Smart Innovation Podcast mit dabei zu sein. Diese Episode wird eine eigene Webseite bekommen, wo die ganzen Links, die Dinge, die wir angesprochen haben, ein Transkript und so weiter dann vorliegen wird. In jedem Falle vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, und weiterhin viel Erfolg bei deiner Tätigkeit. Und vielen Dank für den interessanten Austausch. Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Shownotes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zum Podcast und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de/podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast.